Hallo. Hallo, grüß dich. Ich bin der Max vom Stadtmagazin. Der Sebastian. Das ist ja heute eine sehr, sehr große Ehre für mich als Cineast, so ein Kaliber gegenüber sitzen zu haben. Danke. Ja, ich habe einen kleinen, feinen Fragenkatalog vorbereitet. Du gibst ja regelmäßig symphonisch-szenische Lesungen, die du auch dramaturgisch behandelst. Wie ist denn die Wahl auf Arthur Schnitzlers Traumnovelle überhaupt gefallen? Da gibt es eine schöne Geschichte, und zwar meine Agentin, die Erna Baumbauer, die leider verstorben ist vor 10 Jahren schon mittlerweile. Die sagte so vor 12, 13 Jahren: Ach, ich liebe diese Geschichte so sehr. Können Sie die nicht einlesen für mich, dass ich sie abends beim Einschlafen hören kann? Und ich, nichts ahnend von diesem gewaltigen Text, sage: Natürlich, kein Problem, mache ich. Um dann festzustellen, was für ein komplexer Text das ist und wie kompliziert und vielschichtig der ist. Und der ist nicht einfach zu lesen. Und habe mir da die Zähne ausgebissen, habe aber dabei festgestellt, was für eine Zärtlichkeit, was für eine Intelligenz und eine Weisheit in diesem Text steckt. Und bin in der Arbeit dem Text sehr nahe gekommen und habe dann ihn lieben gelernt und habe dann ein sinfonisches Orchester dazu, in Frankfurter Sinfoniker, glaube ich, waren das damals, und habe einen großen Abend gemacht. Über 3 Stunden ging das, glaube ich, wahnsinnig voll und schwer. Das war sehr erfolgreich und hat auch Spaß gemacht und habe ich ein paar Mal gemacht und so. Und dann kam irgendwann beim Autofahren, glaube ich, hörte ich Miles Davis, Fahrstuhl zum Schafott, glaube ich, war das. Und höre diese Trompete und dann fällt mir die Traumnovelle ein und denke ich: Mein Gott, das ist es, ja. Das ist diese schwüle Erotik, diese morbide Atmosphäre. Das ist genau das, was für die Traumnovelle passt. Und habe dann den Till angerufen, den Till Brönner, ob er jemand wüsste, einen Jazzkomponisten, der Idee, und habe ein musikalisches Konzept und hat mir dann den Hubert Nuss vorgeschlagen. Der war auch gleich Feuer und Flamme und hat dann das komponiert, was heute jetzt, was wir am 29. dann hören. Und ja, das ist die Geschichte, also meine Geschichte mit der Traumnovelle. Lange nicht gemacht, und es ist ja wieder so eine Wiederaufnahme, was ja sehr reizvoll ist, auch wenn nach 4 Jahren oder so, man wird ja auch reifer und verändert sich, und dann so einen Text nochmal zu begegnen, das ist immer eine große Freude und eine Lust, einfach das nochmal anders zu füllen. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich bin mit dem Text auf jeden Fall in Berührung gekommen, weil ja auch so eine Auseinandersetzung mit Freuds Traumdeutung. Der Sidney Pollack hat doch Eyes Wide Shut gemacht, glaube ich, ne? Kubrick. Kubrick war das, Ja. genau. Ein toller Film, und ist die Grundlage der Traumnovelle. Richtig, genau. Erkennen viele Leute, die eben nicht Schnitzler kennen, kennen dann trotzdem diesen Stoff, ihn auch nochmal vielleicht in Kontext bringen. Das zieht nochmal ein anderes Publikum an. Das wird ja wahrscheinlich auch persönlich gefehlt haben in der Zeit von Corona, wo man halt nicht auftreten konnte. Ja, das war Oder? schrecklich. Also gerade ich habe eine riesen Lesetour mit mehreren Programmen gehabt. Das wurde alles abgesagt. Das fängt jetzt wieder an, ist auch jetzt wieder ausverkauft. Wir waren jetzt Gott in der sei Dank. Düsseldorfer in der Rheinoper mit Paradise. Da waren 1250 Leute drin. Also das war großartig. Und das kommt wieder, Gott sei Dank. Die Leute wollen wieder und haben Sehnsucht danach, und wir natürlich auch. Glaube ich gern. Ist denn im Hinterkopf jetzt eventuell schon die nächste Bearbeitung von literarischen Stoffen oder erstmal danach ein Päuschen und schauen, was einem so zufällt? Nee, es ist, also dieses Paradise hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es auf meinem Mist sozusagen gewachsen ist, und das ist so schön mit zu zweit, also mit Daniel Hope, mit diesem wunderbaren Geiger, ist man einfach schnell und hat nicht so einen Riesenapparat hinter sich wie bei einem Film oder bei einem Theaterstück. Und das liebe ich sehr, dass man relativ kurzfristig etwas auf die Beine stellen kann. Da ist jetzt ein neues Projekt in der Mache oder in meinem In der Kopf. Pipeline. Der Pipeline, genau. Und das ist Ja. aber nicht spruchreif. Aber ich denke, so Ende dieses Jahres werden wir damit rauskommen. Wie gesagt, es ist einfach großartig, auf die Zeit zu reagieren. Paradise ist so aktuell. Was ist das Paradies für uns? Was bedeutet das für jeden? Ist diese kirchliche, christliche Deutung des Paradieses, stimmt die noch für uns? Leben wir nicht im Paradies eigentlich? Wir müssen nicht hingehen. Und so. Das sind lauter Fragen, die mich interessiert haben. Und ja, das ist einfach schön, sich dann damit zu beschäftigen und dann auch musikalisch das zu vertiefen. Das macht Spaß, ja. Jetzt kommt die Frage Jazz. Natürlich im Rahmen der Jazz Ahead. Hörst du privat Jazz? Vielleicht gibt es ja, Miles Davis habe ich ja schon gehört, aber gibt es was, was dich begeistert? Ich höre sehr gern Jazz, und vor allem höre ich, muss ich aber sagen, Jazz gern live. Unfassbar fasziniert bin, wie die Musiker oder die Künstler aufeinander eingehen auf der Bühne. Nils Landgren, der war in dem A-Train, da fiel irgendwie sein Saxophonist aus, glaube ich. Und da hat er eine ganz junge Saxophonistin als Ersatz gehabt, die eingesprungen ist. Und wie er sie so durch den Abend getragen hat und sie zum Blühen gebracht hat und sie gestützt hat und sie buchstäblich umarmt hat und ihr ein Podium gebaut hat, alles musikalisch, ja.
so begeistert. Also das ist so, das finde ich beim Jazz einzigartig, wie die Menschen auf einer Bühne mit einer Lockerheit, mit einer Entspanntheit aufeinander hören, aufeinander eingehen. Und das wünscht sich der Schauspieler manchmal auch in seinem Beruf. Ja, Metropoltheater, nochmal um darauf zurückzukommen, ist ja auch ein renommiertes Haus in Bremen. Wie ist denn der persönliche Bezug zu Bremen? Ja, der Heime wollte mich mal engagieren nach Bremen, fällt mir dabei ein. Ich bin aber ins Schillertheater gegangen. Oder das ist richtig lange her, also wir reden so von 30, 40 Jahren. 35, 35, mein Gott, ja, 35 Jahre. Zeit vergeht, ja. Da habe ich sehr überlegt, ob ich das mache. Und dann irgendwie ist das dann, hat sich, glaube ich, das Schillertheater dann entschieden. Ich weiß es nicht mehr genau. Also das war eine Überlegung. Dann habe ich einen Freund, der Tobias Bayer, der lange am Theater war, als Schauspieler in Bremen. Aber so, also dass ich da regelmäßig bin, das geht mir leider nicht so. Ich habe immer gute Erfahrungen damit, weil es eine sehr entspannte Stadt ist und die Menschen sehr freundlich und entspannt sind, was in Berlin zum Teil ein bisschen anders ist. Da gibt es etwas rustiger zu. Ja, und ich genieße das sehr. Und ich freue mich vor allem sehr. Ich habe das letzte Mal, als ich da war, waren wir mit einem Wellington da, mit in der Glocke. Das war wunderbar. Das war voll und die Leute mochten es und es war ein schöner Abend. Ja, die Glocke ist auch ein tolles Haus. Aber das Metropol hat irgendwie noch so diesen richtigen Theatercharakter. Ich finde das immer, ich finde die Ränge finde ich schön. Ich finde das jetzt für das, was du jetzt machst, finde ich das fast noch schöner als die Glocke. Persönlich. Ja, auf jeden Fall. Also für die Traumnovelle ist das auf jeden Fall so. Und ich hoffe, dass wir so eine schöne Beleuchtung auch kriegen für die Musiker. Und das ist einfach, das passt da perfekt rein. Auch die Musiker freuen sich total. Wir haben es, wie gesagt, lange nicht gemacht. Und das ist so, jeder hat richtig Lust darauf, das wieder zu machen und vor Publikum zu spielen und so. Wie gesagt, die Musik ist auch ganz, muss ich wirklich nochmal explizit sagen, das ist richtig geil, was der Hubert da gemacht hat. So fein, also jeder hat ein Thema. Also der Fridolin ist in F-Dur natürlich, die Albertine in A-Dur. Also das sind alle so feine, kleine, schöne Sachen drin, die natürlich dann im Gesamteindruck, man spürt die Liebe und die Arbeit, die da drin steckt. Ich hoffe, dass wir es voll kriegen. Das wäre schön. Es schließt, glaube ich, auch das Festival ab. Ich versuche, ein bisschen vorher zu kommen, ein paar Sachen noch zu sehen. Weil, wie gesagt, Live-Jazz ist für mich immer wahnsinnig schön. Ja, was alles geboten wird, soll dieses Jahr wieder sehr, sehr schön werden. Ich bin sehr gespannt. Mal sehen, was man alles so mitnehmen kann. Die Beckhoff macht das ja auch jetzt schon sehr lange, ne? Ja. Ist auch ein feiner Kerl. Mit uns die Traumnovelle gespielt in, weiß gar nicht mehr wo, in Wien, glaube ich, oder so. Ein toller, toller Mann. Wie schon angesprochen, also deine filmische Karriere umfasst ja wirklich unfassbar viele tolle Filme und mit wem du gedreht hast, auch welche Preise du bekommen hast. Jetzt ist natürlich für mich als Cineast und natürlich auch für alle anderen Filmfreunde interessant, was kommt denn dieses Jahr eventuell noch? Na, ich habe ja nach Homeland die zweite Serie gemacht, was ich früher immer gesagt habe, schon strikt abgelehnt habe, aber mittlerweile hat sich das doch sehr verändert, der ganze Markt. Und habe dieses Euer Ehren gemacht, also Based on Your Honor. Israelische, ganz tolle Idee, finde ich. Ja, jetzt ist erstmal Pause wieder, jetzt lese ich mehr und gehe wieder tingeln so durch die Lande. Ja, es sind so ein paar Sachen im Gespräch, die aber noch nicht spruchreif sind. Ich habe generell mir vorgenommen, dass ich weniger mache und wirklich nur noch die Dinge, die wirklich Spaß machen und wo ich Lust drauf habe. Es wird unendlich viel gedreht und leider auch unendlich viel Mist. Und da die Perlen zu suchen, das ist die Aufgabe. Das nehme ich sehr gerne als Schlusswort. Finde ich sehr schön. Ja. Dann sehen wir uns in Bremen. Freue ich mich drauf. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit. Und bis zum 29. April ist es, ne? Genau, ja. Genau. Super. Ich freue mich drauf. Mach's Danke gut. Dir. Tschüss. Ciao.